Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Titel lest, geht es heute wieder mal um die Husky. Nämlich will ich da heute mal Reifen wechseln und endlich mal den neuen Kettensatz draufklatschen. Und in dem Zug werden die Felgen, wenn es klappt, auch direkt auf Tubeless umgebaut. Denn soweit ich das weiß, müssten da jetzt noch Schläuche drin sein. Ja, schaut aber echt danach aus. Und ich bin jetzt nicht so der große Freund von Schlauchreifen. Denn mit dem Reifenwechseln, was bei so einer Supermoto, wenn man hin und wieder mal einen Burnout macht, kommt das ja öfters vor, dass man mal Reifen wechseln muss und da immer mit Schlauch herumhantieren. Ah, ich weiß nicht, ob das muss das. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Für die Leute, die auch eine EXC oder FE fahren, fahrt ihr Schlauch oder Tubeless? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der große Freund von Schlauch. Deswegen werde ich nämlich meine Felgen direkt auf Tubeless umrüsten. Und wie ihr schon hört, ich hoffe mal, die Audioqualität ist jetzt akzeptabel. Nämlich, ich habe heute zwar nicht meinen Helm auf, also ich habe schon den Helm auf, aber ich habe meinen Großhelm auf, den ich mir ja extra gekauft habe für die Husky. Und da habe ich ja natürlich auch schon Mikrofone verbaut und ich hoffe mal, die Audioqualität passt so. Denn ich sag mal so, so ein Großhelm, der ist ja wenigstens nicht ganz so beengt wie so ein Integralhelm. Und ja, da lässt sich auf jeden Fall chilliger dran schrauben mit diesem Helm. Auf jeden Fall, Leute, ich habe hier jetzt schon ein paar Sachen liegen und ich würde mal sagen, das zeige ich euch jetzt einfach mal direkt. Also ich werde umbauen auf eine andere Übersetzung, denn jetzt aktuell müsste, glaube ich, drauf sein 14 zu 42 oder so. Also mega lange übersetzt und ich als Noob, also ich bin ja echt ein Noob, was Wheelies angeht, also ich bekomme den zweiten Gang nicht wirklich hoch, zumindest nur mit Gewalt. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Sinn ist, wenn ich Wheelies lernen will. Deswegen hat selbst mein Kollege, wie ich das Ding gekauft habe, schon gesagt, ich soll sie einfach kürzer übersetzen. Dann tue ich mir da auf jeden Fall einfacher. Ursprünglich wollte ich jetzt eigentlich ein 48er Kettenrad haben und ein 13er Ritzel. Ja, wie es der Zufall so will, 13er Ritzel ausverkauft, 14er Ritzel ausverkauft, 12er Ritzel lagernd. Und beim Kettenrad war genau das gleiche, 48er, 47er und 49er ausverkauft. Also ist das jetzt ein 50er. Hier seht ihr das 50er Kettenrad und das ist ein, steht das da auch irgendwo drauf, ist ein 12er Ritzel. Ich muss jetzt aber auch sagen, für mein Vorhaben ist das eigentlich relativ egal, ob es jetzt zu kurz übersetzt ist oder nicht. Das Einzige, an was es dann wahrscheinlich bisschen problematisch werden kann, ist, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich den Wheelie halten kann, aber ich kann nicht schalten, dass die Gänge halt dann relativ kurz sind. Nur nachdem ich die Karre noch nicht mal hochbekomme, ich glaube, ich habe da andere Probleme. Aber ich habe es eh schon mal erwähnt. Längerfristig wird das Ding auf jeden Fall dann mit 1348 oder eventuell mit 1344 übersetzt. Nur so eine kurze Übersetzung ist halt für mich als Noob einfach chilliger, weil die Karre halt dann leichter hochgeht. Klar, man muss sagen, sie wird dann auch bissiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Kontrapunkt ist oder positiv, denn wenn die Karre bissiger ist, dann könnte man sich eher um was Bissiges. Dann habe ich mir noch eine mittelgestellte Zündkerze, denn für die Leute, die das Video gesehen haben, ein Ölwechselvideo, sie springen ja hin und wieder mal scheiße an. Und da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gemeint, mach einfach mal die Zündkerze neu. Aber die machen wir heute in diesem Video nicht, denn ich habe keinen Bock, den Tank runterzubauen. Und dann kommen wir noch zur Kette. Bei der Kette muss ich sagen, war ich relativ, ja, wie soll ich das sagen? Ich wusste jetzt nicht, welche Kette ich bei so einer Supermoto verbauen soll. Denn, ja, ich glaube, ich hatte noch nie ein Motorrad, was eine 520er Kette hat. Also selbst meine 600er CBR hatte eine 530er. Meine 125er Duke hatte eine 525er Kette. Ja. Und jetzt das erste Mal hier eine, wo steht's? Genau, hier eine 520er Kette. Und da war ich halt jetzt auch am Überlegen, was für eine Kette. Es gibt ja welche ohne O-Ringe, mit O-Ringe und mit Clipschloss, Nitzschloss und. Ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Freund von den Clipschlössern. Nur bei so einer Supermoto ist das halt nicht gang und gäbe. Deswegen habe ich mir dieses Mal auch eine Kette mit
Clipschloss bestellt. Und wie ihr es von mir kennt, ist die Kette natürlich Gold. Das ist doch gar keine Frage, oder? Oh, Leute. Leute von heute. Ha, herrlich, oder? Und das ist übrigens auch eine Kette mit Ohrringen. Denn, ja, keine Ahnung, warum nicht? Warum nicht? Hm, 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 hm. Ich weiß, viele Leute sagen halt bei so einer Enduro einfach eine billige Kette drauf. Die wechselst so oder so dauernd. Nur nachdem ich mit dem Ding wahrscheinlich eh nicht Enduro fahren werde, habe ich mir da gleich eine vernünftige Kette geholt. Das Einzige, wo ich jetzt noch ein bisschen Bangel vor habe, ist, ob die Kette, weil die, ich glaube, die ist breiter. Obwohl, ja, könnte die gleiche sein. Die hat eine Nummer von 17. Und die alte Kette hat ja, so 16. Das heißt, die neue Kette ist jetzt 1 mm breiter. Nur, wenn wir jetzt nochmal zu Fuß gehen, ich weiß, ich renne jetzt irgendwie schon das 10. Mal hin und her. ich weiß es nicht, wie ihr das seht. Auf jeden Fall zwischen Reifen und Kette, da sind so, ja, 2 cm Platz. Das sollte eigentlich klappen. Und hier natürlich das Clipschloss dazu. Ich hoffe mal, ich schaffe das überhaupt, ein Clipschloss zu montieren. Hatte ich nämlich noch nie. Aber ja, ich glaube, das kriegen wir auch hin. Das war es jetzt mal zur Kette. Die Sachen, die wir benötigen fürs Umbauen von der Felgen auf Tubeless, das alles kommt in einem extra Video. Und was fehlt dann eigentlich noch? Genau, Thema Reifen. Reifen ist ja wieder so eine Glaubenssache, gell, Leute? Ja, viele sagen, kauf das, kauf das, kauf das. Der andere sagt wieder, nein, kauf das. Der andere sagt, kauf das. Und der eine sagt, ja, der Reifen, das kommt leider Müll. Und der eine sagt wieder, oh, na, das ist geil, bla bla bla. Ihr kennt die Geschichte. Und Leute, was habe ich gemacht? Genau, ich habe mir einfach einen meiner Lieblingsreifen bestellt. Ich weiß, viele von euch hassen diesen Reifen. Ich liebe ihn. Nämlich, ich denke mal, ihr habt das vorher schon gesehen, nämlich ist das ein Pilot Power 2CT von Michelin. Ich finde den Reifen extrem mega. Hier unten habe ich auch noch dann das Vorderrad liegen. Das Vorderrad stammt übrigens von meiner CWR. Das hat noch richtig viel Profil und war mir irgendwie zu schade zum Wegschmeißen. Deswegen habe ich mir jetzt auch einfach das Hinterrad besorgt. Denn ich wollte so oder so diesen Reifen auf dieser Karre fahren. Ich weiß, Leute, viele von euch werden jetzt wieder sagen, nein, hol den Conti, Attack SM, bla 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 bla. Ich bin den Attack SM früher selber auf meiner 125er gefahren. Mega geiler Reifen, was Grip angeht, nur... Da war auf meiner 125er nach 2000 Kilometer hinten weg. Ja, und nachdem ich mit dem Ding Wheelies üben will, habe ich keinen Bock, dass der mittig dann so schnell weg ist. Denn das Ding wird hauptsächlich auf den Spot bewegt und jetzt nicht zum Kurvenfahren. Und für mehr brauche ich die Karre eigentlich auch nicht. Und da reicht der Reifen mehr als aus. Selbst wenn ich, wenn du mit dem Reifen ballern willst, hält der Reifen mehr als... Ja, wie soll ich sagen? Also... Der Reifen kann wahrscheinlich mehr als das, was ich kann. Und deswegen reicht er völlig aus. Ich hatte ja den Reifen bei der Abholung nämlich auf meiner CBR drauf. Und da hat er mich nochmal mehr als überrascht. Also, was Michelin damals mit dem Pilot Power und dem Pilot Power 2CT am Markt geschmissen hat, ist echt unglaublich. Und es hat schon einen Grund, warum damals jeder eigentlich den Pilot Power fahren wollte. Aber gut, Leute, ich glaube, ich habe jetzt eh genug gelabert. Ich... Machen wir jetzt mal ran. Ich baue jetzt mal die Felgen aus. Und ich denke mal, sobald die Felgen raus sind, sehen wir uns dann gleich wieder. Hands wrap, knuckles tape black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had, wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid, know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem, turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit, I'd always get after it. Knew I had a different gift, I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary.
I'll be last place, that's all right. I don't work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up, straight passing. And once I pass, you know one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, isn't fair. Take it from me, cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. In our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny. She tempts me, tells me there's two paths. They both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Zweiter Tag. Let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B. A plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get eat and get buried with the seeds. But that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that. Struggle here, lose some cash. Win and lose, make it back. You can choose your own path. Nothing good comes fast. Nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack. Every day like it's my last. Push the pedal to the gas. Burn the fuel that I have. Start a fire, light a match. I ain't never looking back. So plant hard in your feet. There's no retreat. Burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past, out of desperation. Are the people born who can last? There's no retreat, but believe. You got it in you, you can do anything that you think that you need. Don't be scared, go succeed. The only people who compete are the ones who don't retreat. Responsible to try to make all the impossible go flip to probable. This life is not something that's optional. It's got its obstacles, but it's a gift. So don't miss out on your chance to be phenomenal. Push all the chips in. I take risks cause risky wins. I take hit straight to the chin, then get right back up again. I don't lose, I always win. Cause any loss is a lesson. I got a different. So Leute, und da steht sie jetzt auch schon fertig. Ihr seht, Reifen sind drauf. Ihr seht auf dieser Seite. Kettensatz ist auch drauf, ich glaube, den habe ich jetzt sogar ohne verbaut, also ohne Filmen verbaut. Denn da war gestern noch ein Kollege dabei und da habe ich das schön gemütlich neben dem Quatsch ein bisschen gemacht, dies, das, ihr kennt es. Und da habe ich jetzt, glaube ich, kaum was gefilmt, ich glaube, ich habe sogar gar nichts mehr gefilmt. Aber ich sage mal so, ich habe es eh schon mal gezeigt, wie man so einen Kettensatz montiert. Und ich habe es ja so oder so gesagt, bei der Fireblade steht der Kettensatz wahrscheinlich auch im Winter an. Und da gibt es dann ein ausführliches Video, wo ich auch alles dazu erkläre. Ich bin gestern Abend auch schon eine kleine Runde gefahren, um zu gucken, ob alles passt. Es passt alles. Sie geht jetzt auch deutlich geiler. Und also sie springt jetzt auch schon mal vorne hoch. Also ja, genau das, was ich eigentlich wollte durch die kürzere Übersetzung. Normalerweise würde ich ja jetzt auch sagen, wir fahren jetzt einfach gemeinsam eine kleine Runde. Oh, und mein Hoodie fällt hier auseinander, okay. Der ist mein Schrauberhoodie. Nur ist halt das Ding, schaut mal in die Garage. Also ignoriert es bitte, dass nicht aufgeräumt ist. Aber da hinten auf der Werkbank
liegt dir das Dekor. Deswegen, Leute, hätte ich gesagt, ich klatsche jetzt das Dekor drauf. Da gibt es eventuell, wenn ich Bock habe, ein extra Video dazu. Und dann, sobald das Dekor drauf ist, fahren wir gemeinsam eine etwas größere Runde. Denn dann wäre sie technisch sowie optisch eigentlich auf dem Stand, wie ich sie jetzt dann noch fahren werde. Ich bin jetzt eh schon extrem heiß auf das Dekor, denn ich habe ja da knapp 2 Monate drauf gewartet. Deswegen hätte ich gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Keine Ahnung, ob das Video extrem lang geworden ist oder nicht, denn ich habe zwischendurch auch noch andere Videos gefilmt. Das heißt, es kann sein, dass das jetzt ein relativ kurzes Video gewesen ist oder auch ein relativ langes. Ich kann es aktuell gar nicht einschätzen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Also Leute, haut rein und Peace, Leute.